Herzlich willkommen zu unserem Web-Talk Geopolitik im All. Was ist die militärische Dimension des Weltraums? Politico hat vor wenigen Tagen geschrieben, von Artillerieschlägen, der Steuerung von Waffen und Aufklärung bis hin zu Zoom-Calls mit Staats- und Regierungschefs. Die Nutzung von satellitengestützten Systemen und insbesondere Starlink von Elon Musk ist zu einer entscheidenden Lebensader der Ukraine im Kampf gegen Russland geworden. Zitat: Space Satellites changed the war on the ground. Der russische Angriffs- und Vernichtungskrieg auf die Ukraine ist eine Zeitenwende, auch für die Raumfahrt und für die Dimension All. Denn Europa hat sich in der Raumfahrt, wie in vielen anderen strategischen Bereichen, von Russland abhängig gemacht. So sind im vergangenen Jahr mehr russische Sojus-Raketen unter europäischer Flagge gestartet als originär europäische. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Russland im All hat Europa temporär seinen Zugang ins All verloren. Das heißt, es können kurz- und mittelfristig keine weiteren europäischen Satelliten mit europäischen Raketen gestartet werden. Und diese geopolitischen Implikationen der Dimension All, die wollen wir heute diskutieren. Und ich freue mich außerordentlich, dass mit mir auf dem Panel Siemtje Möller, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin der Verteidigung ist, Sabine von der Recke, Mitglied im Vorstand beim Technologie- und Raumfahrtunternehmen OHB, und Frau Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Mein Name ist Matthias Wachter und ich bin der Geschäftsführer der deutschen New Space Initiative. Frau Strack-Zimmermann, mit einer digital vernetzten Gesellschaft und Wirtschaft sowie hochtechnisierten Streitkräften ist Deutschland im hohen Maße von der Infrastruktur im All abhängig. Gerade die Bundeswehr ist in vielfacher Weise auf eine uneingeschränkte Verfügbarkeit von weltraumgestützten Diensten und Produkten angewiesen. Ohne Satelliten sind bereits heute keine Auslandseinsätze mehr denkbar. Wenn morgen ein Bundeswehrsatellit gehackt, gestört oder sogar abgeschossen wird, können wir nicht reagieren. Macht Sie das nervös? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mich zuschalten kann und herzliche Grüße aus Düsseldorf. Da wissen Sie, ob mich das nervös macht. Mich macht einiges nervös, wenn ich an die Bundeswehr denke und an das, was in den letzten Jahrzehnten versäumt wurde, zu unternehmen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema, was Sie gerade genannt haben. Wobei, nicht um das zu schmälern, aber ungefähr 95% der Informationen laufen nach wie vor über die Kabel, die auf dem Grund des Meeres liegen. Und auch da, das ist jetzt nicht heute das Thema, aber auch da sollte man mal genau hingucken, wie gefährdet die Unterwasserkommunikation ist. Also wie gesagt, nervös macht mich eine Menge, aber ich glaube, wir sollten nicht nervös sein, sondern wir sollten diese Tragödie, die auch gerade in der Ukraine stattfindet, einfach die Realität, mit der wir konfrontiert sind, nutzen, ohne dass es zynisch klingt und uns klar darüber werden, wo sind unsere Schwächen, wenn man weiß, wo die Schwächen sind, sie schnellstmöglich zu beheben. Im Übrigen an der Stelle, ich habe in den 80er Jahren promoviert über Ronald Reagan in einer bestimmten Phase seiner Präsidentschaft. Und er war der Präsident der Vereinigten Staaten, der von diesen Sicherheit, von der Sicherheit im Weltraum sprach. Und da hat jeder gedacht, Ronald Reagan, so ein drittklassiger Hollywood-Schauspieler, spricht vom Star Wars. Hat man alles nicht ernst genommen. Das heißt, der hat schon in den 80er Jahren darauf hingewiesen, dass der Weltraum eine große Rolle spielen wird und dass eben in Zukunft wir genau dorthin schauen würden. Damals als vierte Dimension, heute aufgrund der Cyber-Angriffe, die wir haben, die fünfte große Dimension, um die wir uns dringend zu kümmern haben. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Die Verwendung der 100 Milliarden Euro Sondervermögen ausschließlich für die Bundeswehr ist sicherlich eine gute Nachricht. Wie wollen Sie und Ihr Haus diese Mittel jetzt sinnvoll, schnell investieren und wie wollen Sie vor allem auch neue technologische Fähigkeiten damit unterstützen und aufbauen? Erst einmal würde ich
auch allen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag Dank aussprechen wollen für die Unterstützung dieser wirklich historischen, dieses historischen Vorhabens, dass es möglich war, die Bundeswehr jetzt oder alles das, was an Bedarfen aus den Teilstreitkräften, Organisationsbereichen angemeldet wurde und an dringenden Investitionen notwendig ist, dass das mit den 100 Milliarden möglich ist. Denn wir haben jetzt ja im Bundestag und auch letzte Woche im Bundesrat dieses Sondervermögen und die Grundgesetzveränderung verabschiedet. Und das ist erstmal ein großer Schritt und auch ein wirklich historischer Schritt, wenn ich das so sagen darf. Für uns als Haus kommt jetzt natürlich eine ganze Menge Arbeit auf uns zu, Arbeit, die vorher eben über viele Jahre durch die Friedensdividende, die wir sowohl personell als auch materiell als auch intellektuell gezahlt haben, um eben deutlich zu machen, wofür man diese 100 Milliarden Euro zielführend ausgeben kann. Dafür gibt es eine Vereinbarung zwischen den Fraktionen mit einem Wirtschaftsplan, dass man eben genau auch geguckt hat, welche Projekte sind wichtig, die aus den Teilstreitkräften, Orgbereichen der Bundeswehr genannt wurden. Da sind natürlich so etwas Klassisches wie neues Material, was zu See fährt oder was fliegt oder was eben auch zu Lande fährt, aber eben auch so etwas wie Führungsfähigkeit hinlänglich bekannt oder auch Ertüchtigung, was Satelliten und was digitale Kommunikation angeht. Das sind Dinge, die auch dort miteinander vereinbart wurden und die absolut wichtig sind, weil sie im Fokus sind, weil es eben um die Fähigkeiten der Bundeswehr geht. Dadurch, im Zuge derer wir dann auch die Aufgabe Bündnis- und Landesverteidigung zielgerichteter und effektiver in Zukunft erbringen können. Und das ist, glaube ich, erstmal ein sehr großer Schritt. Und dann haben Sie gefragt, wie wollen wir das in Zukunft machen? Ich glaube, dass wir mit dem BAMBW eine Beschaffungsbehörde haben, die ihre Leistungsfähigkeit gezeigt hat, aber gleichzeitig eben auch große Aufgaben ist, auf sie zu kommen, dass wir auf diese Leistungsfähigkeit auch weiterhin zugreifen können müssen. Wir haben, das hat die Bundesministerin vor einigen Wochen veranlasst, dass beispielsweise mit der sogenannten Unterschwellenwertverordnung, ich weiß, ein kompliziertes Wort, aber so heißt es nun mal, also es ist im Prinzip Aufträge, die vorher bei 1.000 oder 2.000 Euro lagen, je nach Regelungskreis, dass die mittlerweile aber bei 5.000 Euro liegt und wir darüber beim BAMBW Arbeitskapazitäten von bis zu 20% freischaffen konnten. Und dass gleichzeitig der nationale Vorbehalt, was das europäische Vergaberecht angeht, häufiger gezogen wird. Auch das hat ja häufig zu Verzögerungen geführt und das wollen wir in Zukunft stärker einfach zum Zuge kommen lassen. Und der dritte Punkt ist, dass wir im Geleitzug auch des Sondervermögens und der Grundgesetzänderung auch gesagt haben, dass wir ein Bundeswehrbeschleunigungsgesetz verabschieden wollen, sodass wir eben da auch zu einem besseren Zusammenspiel zwischen Industrie und Staat kommen wollen und dass wir klarziehen wollen miteinander, dass eben Beschaffung und auch im Zuge dessen auch Instandhaltung besser zurande kommt. Also wir sagen, mit vereinten Kräften haben wir endlich, können wir hoffentlich das, was uns der Bundestag großzügigerweise, richtigerweise auch zur Verfügung gestellt haben, dann zum Wohle der Truppe, aber vor allen Dingen auch zum Wohle der Bundesrepublik und auch da dem einhergehend auch dem Bündnis dann umsetzen. Vielen Dank. Sabine, die Staatssekretärin hat es angesprochen, mit vereinten Kräften. In den vergangenen Jahren ist ein sehr dynamisches New Space Ökosystem in Deutschland entstanden, mit vielen neuen Unternehmen, aber auch mit einem Zuwachs an Fähigkeiten in der gesamten Breite, bei mittelständischen Unternehmen, bei Systemhäusern. Wir haben jetzt dieses Sondervermögen, 100 Milliarden. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass Fähigkeiten, die im zivilen Bereich entstanden sind, die entwickelt wurden, die jetzt da sind, auch für die Truppe genutzt werden können? Und welche besonderen Fähigkeiten sind in den letzten Jahren vielleicht entstanden? Also Stichwort auch, was den Zugang ins All angeht. Gibt es dazu Lösungen aus dem kommerziellen Sektor von Unternehmen wie euch, die da einen ganz konkreten Beitrag leisten können? Ja, gibt es. Also zum einen ist es so, dass die Raumfahrt ist ja eine Disziplin, die aus der Forschung kommt, die klassische Raketenwissenschaft. Also wir haben unsere ersten Schritte, Raumfahrt ist ja noch eine sehr junge Branche, eine Hochtechnologiebranche, die es eben tatsächlich einfach noch nicht so lange gibt. Und wir haben innerhalb dieser kurzen Entwicklungszeit sehr schnell den Schwung geschafft von der Raumfahrt, die eben ins All fliegt, um zu gucken, gibt es da draußen noch irgendetwas, was für uns auf der Erde relevant sein könnte, hinzu, wie kann man eigentlich Raumfahrt, die eben alles auch nutzen, um die Erde, das Leben auf der Erde ein bisschen besser und ein bisschen einfacher zu machen. Und diese Raumfahrtanwendungen, also vor allem Telekommunikation, Erdbeobachtung, Navigation,
sind auch von Anfang an natürlich Dual-Use gedacht worden, weil so die ersten Schritte der Raumfahrt neben der Wissenschaftsraumfahrt eben auch schon immer militärisch waren. Allerdings ist es so, dass gerade bei den Programmen, die im europäischen Kontext laufen, also die Programme der Kommission, Copernicus und Galileo, tut man sich ein bisschen schwer damit oder tat man sich ein bisschen schwer damit zu sagen, wir machen da von vornherein quasi sehenden Auges einen Dual-Use-Vorschlag, sondern es ist immer eher so ein bisschen auf der zivilen Ebene gehalten worden. Aber man merkt jetzt eben sehr deutlich, dass gerade bei Galileo auch die Anwendungen für die militärischen Nutzer, aber eben auch insgesamt für den ganzen Bereich zivile Sicherheit, Katastrophenschutz relevant sind. Weil wenn wir eben nicht wissen, wo wir sind, und das ist ja ein wesentlicher Aspekt von Galileo, von Satellitennavigation, nämlich die Frage, wo bin ich denn eigentlich und wie navigiere ich von da, wo ich bin, woanders hin, dann ist das eben tatsächlich auch für den militärischen Nutzer nicht so ganz irrelevant. Wichtig dafür insgesamt bei Raumfahrt ist es eben so, was man immer braucht, ist den Zugang zum All. Und der macht uns an verschiedenen Ecken gerade ein bisschen Schwierigkeiten, weil, wie es eingangs schon von dir erwähnt wurde, die europäischen Raketen im Moment nicht so in der Breite und Auswahl zur Verfügung stehen, wie wir sie bräuchten. Auf der anderen Seite wir eben auch tatsächlich mit der Frage der Startplätze ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sich da Europa auch noch nicht so breit aufgestellt hat, dass man sagen könnte, man hat im Prinzip jederzeit einen schnellen, kostengünstigen Zugang zum All, der auch nahe liegt. Und deshalb denke ich, dass jetzt gerade die Situation, in der wir eben ja auch gerade in der geopolitischen Lage im östlichen Europa einfach sehen, dass wir so stark auch davon abhängig sind. Also man sieht in der Tagesschau die Bilder von russischen Truppenbewegungen, man sieht aber auch die Quellen von diesen Bildern. Das sind eben private Firmen. Das ist überhaupt nicht schlimm, die kann man nutzen. Die Frage ist allerdings, die man sich stellen muss, sind die von privaten Firmen, weil die auf dem Markt verfügbar sind? Oder sind wir vielleicht auch einfach nicht gut genug aufgestellt darin, wie wir die Informationen aus dem All, die es gibt und die es eben für den Privatmarkt gibt, auch tatsächlich denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen? Das ist eine Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann und möchte. Gibt es denn auch eine Lösung, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, Stichwort Startplätze, Resilienz zu erhöhen, wie man auch schneller und mit kürzeren Wegen starten könnte, also das militärische Stichwort Responsive Space? Ja, also Responsive Space ist ja im Prinzip genau der Ansatz zu sagen, wir haben eine Infrastruktur im All, die vielleicht bedroht ist, die vielleicht irgendwie mal einer dran war, wo man nicht so genau weiß, man muss eben schnell da mal hin und mal gucken. Das ist halt eben doch relativ weit weg, um es mal schnell zu tun. Tatsächlich ist es so, um mal schnell zu gucken, muss man etwas im Regal stehen haben, was im Zweifelsfall nicht so wahnsinnig groß ist und auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und in einer etwas, ein kleineren Satellit, ein kleineres Instrument braucht eben auch nur eine kleinere Rakete. Das heißt also, wenn wir das alles ein bisschen downscalen, dann sind wir insgesamt gesehen schneller. Im Moment ist es so, dass wir in Europa allerdings für den tatsächlichen Start von kleineren Raketen eigentlich immer noch in das etwas entferntere Europa, in Französisch-Guyana, fahren müssen. Deswegen gibt es von einem Konsortium aus Bremen den Vorschlag, lass uns das doch aus der Nordsee machen oder beziehungsweise lass uns das jetzt im ersten Schritt aus der Nordsee machen beziehungsweise aus dann hinterher Gewässern, die eben auf dem europäischen Kontinent etwas näher sind, um wirklich diese Fähigkeit bereitstellen zu können, die aus meiner Sicht eben auch eine Fähigkeitslücke ist in Europa, weil das im Moment keiner so richtig kann, weil eben die Frage von der Sicherung und der Pflege dieser Weltrauminfrastruktur, die im All ist, naja, sagen wir mal so, da hat sich einfach noch, das ist einfach noch nicht so weit fortgeschritten, dass es da schon ein wirklich gutes und resilientes System gibt. Und deswegen gibt es diese Fähigkeitslücke in Europa. Und Deutschland ist aus meiner Sicht da eigentlich ziemlich gut aufgestellt, um zu sagen, die könnten wir mit wenig Aufwand schließen und auch den europäischen Partnern zur Verfügung stellen. Frau Strack-Zimmermann, das müsste doch wie Musik in Ihren Ohren klingen. Also private Unternehmen, die in den vergangenen Jahren investiert haben, neue Fähigkeiten aufgebaut haben, die man jetzt der Truppe vielleicht relativ schnell zur Verfügung stellen könnte, wäre das etwas, wo Deutschland vielleicht in Europa in den Lead gehen sollte und neue Fähigkeiten in diesem Bereich auch seinen EU- und NATO-Partnern vielleicht sogar als Rahmennation zur Verfügung stellen könnte? Gibt es solche Überlegungen? Ich weiß nicht, ob es solche Überlegungen im BMVG gibt. Das kann meine Kollegin Frau Möller vielleicht besser beantworten als ich.
Aber es ist in der Tat so, dass natürlich in der privaten Industrie, ich sage mal, die Neugierde, etwas zu entwickeln, die Neugierde, sich mit Themen zu beschäftigen, wo vielleicht der öffentliche Apparat etwas schleppend hinterherläuft, das sozusagen zu nutzen. Und ich glaube, natürlich täte es und stünde es ist gut, wenn die öffentliche Hand eben dieses Know-how der Privaten nutzen würde. Das muss man natürlich nur klären, weil Private sind ja auch dazu da, wollen Geld damit verdienen. Das ist legitim, das ist auch gut. Und diese beiden Aufträge oder diese beiden zu vernetzen, also die öffentliche Hand, das Ministerium, was federführend da zustimmen muss, mit den Unternehmen, macht natürlich unglaublich großen Sinn. Und dann muss man eben Regelungen finden, ob wir in der Lage sind, da ins Lead zu gehen. Spannend wäre es, und ich glaube, dass wir auch mutig genug sein sollten, das zu machen, eben gemeinsam mit den Unternehmen. Und da muss es natürlich Regeln geben, Spielregeln geben. Ich glaube, das ist völlig klar. Vielen Dank, Frau Müller. Frau Strack-Zimmermann hat Ihnen jetzt sozusagen den Ball elegant zugespielt. Gibt es denn Pläne, gibt's denn Pläne, Überlegungen in diese Richtung, sich stärker zu engagieren, stärker etwas aufzubauen? Wir haben seit dem letzten Jahr auch ein Weltraumkommando der Bundeswehr. Gibt es Pläne? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, also einmal, dass man sich überlegt, wie kriege ich eigentlich eine rechtliche Regelung auch des Weltraums und auch des Cyberraums hin? Denn das ist ja bisher noch nicht der Fall. Und da setzt sich die Bundesrepublik wie für die ganze Welt auch dafür ein, dass es auch hier eine regelbasierte Ordnung geben muss und dass sie an die sich auch alle halten. Aber bisher ist es ja auch so, Frau von der Recke hat darauf ja auch abgezielt, dass beispielsweise es auch quasi Satelliten gibt, mit denen andere Satelliten gestört werden. Und dass es da bisher eben keinen Rechtsrahmen dafür gibt, wie man damit umgeht. Das ist schon eine große Herausforderung, weil wir dann versuchen, unsere Satelliten wie durch Wächtersatelliten und so zu schützen, dass es hört sich alles wie Science Fiction, das passiert aber tatsächlich schon gerade, weil der Weltraum und die satellitengestützte Kommunikation einfach so essentiell ist und zwar nicht nur ja, für die Sicherheitskommunikation, sondern auch für kritische Infrastruktur und für auch ganz normale, also für das ganze Leben, was so läuft. Und dementsprechend gibt es da eine große Aktivität. Wir arbeiten mit den Partnern sowohl bei NATO als auch bei der EU zusammen. Wir haben einmal das in Ramstein ein NATO Space Center, das wir dann auf deutschem Territorium, wenngleich Ramstein natürlich nicht mehr Hoheitsgebiet ist, sondern zu den USA dazugehört. Aber und gleichzeitig haben wir auch noch das Center of Excellence for Space in Toulouse, also dort eben auch den EU-Rahmen. Ich darf vielleicht noch an der Stelle darauf verweisen, einen Punkt, der ein bisschen, der nicht ganz so akzentuiert war, der aber total richtig ist, was Frau von der Recke gesagt hat, dass wir eben vorher bei vielen Punkten, die eigentlich dual-use-fähig gewesen sind, aber auf der gerade bei den europäischen Ländern immer eine sehr große Zurückhaltung und Zögerlichkeit gesehen haben, dass es auch einen militärischen Nutzen dafür geben kann. Und wir haben jetzt gerade den strategischen Kompass verabschiedet und da ja auch einen Weltraumaspekt inbegriffen. Und in dem strategischen Kompass das erste Mal, dass die EU sich auch überhaupt über Verteidigungsfähigkeit, Wehrhaftigkeit, Investitionen in Verteidigungsinstrumente Gedanken gemacht hat und sie klar auch beschrieben hat. Das ist das erste Mal. Deswegen hoffe ich mir viel davon, dass wir dann eben auch dann dazu kommen, dass wir eben das, was privatwirtschaftlich mit erforscht wird, dass wir gleichzeitig eben auch gucken, dass wir einen Dual-Use-Charakter anlegen können bei den Forschungsvorhaben, die da sind, weil wir uns hoffentlich auf einen anderen Weg machen, dass eben Wehrhaftigkeit und Verteidigungsfähigkeit gar nichts Schlechtes ist, sondern am Ende gut für uns alle ist. Ein Beispiel dafür, wo das funktioniert, was auch das BMVG tatsächlich neben den Weltraumaktivitäten, die ich beschrieben habe, macht, ist zum Beispiel der Cyber Innovation Hub für den Cyberraum. Dort ist ja, dass wir auch Startups unterstützen und Ideen wirklich als Durchbruchsideen auch fördern und darüber Innovationen in die Bundeswehr hineintragen. Das ist eigentlich was damit Privatwirtschaftliches von der Struktur her, aber wird dann auch für die Bundeswehr genutzt und es sind auch Projekte bereits zum Abschluss gebracht wurden, werden noch Einsatz finden in der Bundeswehr. Sowas muss man natürlich auch noch gucken, in welchem Downscaling-Bereich man sich befindet, aber das kann natürlich auch Passportoto für etwas anderes sein, so dass man auch hier dann zu mehr Forschungsvorhaben kommt. Insgesamt ist alles das, was SATCOM angeht, tatsächlich auch hinterlegt in den Bedarfen der Bundeswehr, dass das weiterhin notwendig ist und dass wir dort auch über das Sondervermögen hinein investieren. Mhm. Vielen Dank. Sabine, brauchen wir einen Space Innovation Hub, wenn wir einen Cyber Innovation Hub haben, um
sagen wir, auch der Dimension Space noch stärker Rechnung zu tragen? Was würdet ihr euch denn wünschen, um sagen wir, in den noch besseren und schnelleren Austausch zu kommen und der Truppe auch Fähigkeiten, neue Fähigkeiten zur Verfügung stellen zu können? Also Stichwort auch Ausschreibungen. Brauchen wir eine Veränderung bei Ausschreibungen, um Innovationen und neue Technologien stärker in die Truppe zu bringen? Also ich glaube, dass wir, also erstens mal, ich finde den Cyber Innovation Hub wirklich eine gute Sache. Ich glaube, dass das eine, das hat, der hatte vielleicht so ein paar Schwierigkeiten beim Loslaufen, aber ich glaube insgesamt, dass, dass eben auch dieser Cyber Innovation Hub wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, dass die ganzen Aktivitäten, die in der Bundeswehr in diesem Bereich, die es auch vorher schon gab, auch eine andere Sichtbarkeit bekommen haben. Und deswegen glaube ich eben auch, es ist im Prinzip auch ein Stück weit eine Anlaufstelle für, aus meiner Sicht, das ist jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber so wie ich es mitbekomme, auch eine Anlaufstelle für Firmen, die vielleicht ansonsten auch ein bisschen Berührungsängste hätten. Also es ist, glaube ich, einfach eine gute Institution. Und natürlich ist, wenn es eine gute Institution für Cyber gibt, warum sollte es die nicht auch für Raumfahrt geben? Und zwar aus dem Grund, bei dem ich bei beiden Dimensionen glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass sie stiefkindlich behandelt werden, aber sie sind halt eben so von den fünf Kindern die zwei jüngsten und sie sind halt so ein bisschen Nachzügler. Und sie sind aber trotzdem in ihrer Bedeutung wahrscheinlich im Moment aufgrund der Bedrohungslage viel, viel höher zu werten, als das so insgesamt auf dem Tableau vielleicht getan wird. Deswegen ja, ich glaube, dass so ein Space Innovation Hub auch insofern gut für die Truppe wäre, weil wir schon sehen, dass es im Raumfahrtbereich, es gibt wahnsinnig viele Neugründungen, es gibt einen immensen, es gibt wahnsinnig viele neue Startups, viel mehr Industrie. Also wir haben uns, obwohl wir ja so eine junge Industrie sind, im Prinzip in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Und da ist eben auch viel, da sind auch viele Ideen dabei, die nicht originär militärisch sind und die man aber irgendwie sehr gut nutzen könnte militärisch. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine Idee wäre, bei der es für beide Seiten auf jeden Fall nicht nur Synergien gibt, sondern auch man sagen kann, da kann man was lernen. Natürlich, was ich mir schon auch wünschen würde, oder eine Sache, bei der ich ein bisschen skeptisch sehe, ist die Tatsache, wie die Planungen gemacht werden. Also wir haben ja bei der Bundeswehr einen sehr, sehr langen Planungszyklus und im Prinzip ist es so, dass wir sehr oft, wenn wir mit einer neuen Idee kommen oder vielleicht auch sagen, wir haben hier für einen anderen Kunden irgendetwas getan, bei dem wir denken, das könnten wir vielleicht in ein laufendes Programm oder so einbringen, dann ist das immer sehr, sehr schwierig für die militärischen Ansprechpartner, weil die sagen, naja, wir haben ja hier eine Planung und die müssen wir jetzt erstmal, das Problem ist allerdings, dieser Planungszyklus ist so lange, dass unter Umständen, als der gemacht wurde, da gab es halt die Technologien noch überhaupt nicht. Was aber im Endeffekt auch bedeutet, dass unter Umständen, wenn man sich an diesen Planungsprozess hält, die Bundeswehr quasi schon bei den Neubeschaffungen Dinge bekommt, die eigentlich halt dann schon 15 Jahre alt sind. Und da glaube ich, und das schließt auch so ein bisschen den Bogen zu der Frage, wie das ausgeschrieben wird, dass es insgesamt für eine echte, moderne und effiziente hochtechnologische Ausstattung der Truppe es schon auch braucht, dass man genau diese Innovationen, die aus der Industrie kommen, aktiv abgreift. Bedeutet, dass aus unserer Sicht sowas wie funktionale Ausschreibungen einfach eine Fähigkeit definieren und sagen, ob das jetzt von der Industrie als Service angeboten wird oder ob das, es gibt bestimmt immer wieder Bereiche, gerade im militärischen Bereich, bei dem die öffentliche Hand sagen muss, nee, das müssen wir beschaffen. Das ist nicht gut, dass wir uns irgendwie von dem Service abhängig machen. Aber auch da ist es so, man macht da aus unserer Erfahrung wirklich die besseren Geschäfte, sowohl kundenseitig, was das Geld angeht, als eben auch, was am Ende das Produkt angeht, wenn man sich ein bisschen besser darauf einlässt zu sagen, wir definieren das jetzt nicht bis als aufs letzte Knöpfchen, wie wir das haben wollen, sondern unter Umständen auch in so einem Programm, das ja lange läuft, auch mal zulässt zu sagen, es gibt da was Neues, wir gehen damit rein. Ein zweiter Punkt ist rollierende Beschaffung. Ja, das ist ein Stichwort, bei dem wir schon merken, dass es von der Truppe eigentlich sehr positiv aufgenommen wird, dass es natürlich vom Bewirtschafter auch sehr positiv aufgenommen wird, dass es unter Umständen von den Haushältern nicht so positiv gesehen wird, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir eben gerade bei so einer Infrastrukturmaßnahme wie Raumfahrt immer sagen, wir machen ein Programm, das fangen wir an und dann schließen wir das ab und dann machen wir das nächste, bedeutet das eben auch, dass man unter Umständen zwischendurch in so eine Lücke reingerät, in der ist vielleicht einfach in einer Dimension, die noch nicht so gut ausgestattet ist, auch ziemlich schnell kritisch werden kann. Deswegen wäre es aus unserer Sicht eben einfach,
wäre auch Raumfahrt insofern ein gutes Role Model für so eine Art rollierende Beschaffung oder sich anzugucken, wie kann man Ausschreibungen anders machen, weil wir haben eben den Vorteil, wenn man bei Raumfahrt auch zwischendurch etwas nachbeschafft, ist es nicht so, dass man so diese großen Folgekosten von Betriebskosten und Personal und sowas hat. Das ist eben im Gegensatz zu, die mögen es mir verzeihen, wir kaufen noch eine zweite oder dritte Fregatte, da braucht man ja immer sehr viele Menschen. Das ist hier der kleine Satellitenbedienfinger, der kann ein oder sechs, das ist dem erstmal egal. Und deswegen glauben wir, dass es da schon insgesamt für die Modernisierung des Beschaffungswesens auch ganz gut wäre, wenn man sich ein bisschen anguckt, wie machen das denn gerade in der Raumfahrt auch andere Agenturen, andere staatliche Agenturen, auch in anderen Ländern. Frau Möller, Sie wollten dazu was sagen. Ich wollte nur ganz kurz, bevor es hier den Anschein hat, als würden wir gleich eine neue Agentur oder irgendeinen neuen Innovation Hub gründen, einfach hinzufügen. Ich finde das alles total richtig, was Sie beschrieben haben, dass wir, wenn wir jetzt auf den Punkt Innovationen zurückkommen, dass wir auch gucken, was kann man eigentlich wie beschleunigen, welche Segen ist auch in Entwicklung drin. Und wie kriege ich das aber vor allen Dingen auch in die europäischen Programme eingefasst? Denn das wissen Sie noch viel besser als ich, haben wir gerade ja bei der Raumfahrt auch große europäische Programme. Und deswegen würde ich ungern etwas Nationales gründen, wenn man nicht sagt, wir haben eigentlich da ja große auch europäische Agenturen mit wirklich großen Forschungsprogrammen. Und wie kriege ich das vielleicht so gebaut, dass wir da einen Dual-Use-Charakter hinkriegen und gleichzeitig eben hier dann auch als Bundeswehr bzw. als Bundesrepublik davon in Gänze profitieren. Also bevor das hier den falschen Zungenschlag bekommt, würde ich einfach nur hinzufügen wollen, mit dem Cyber Innovation Hub haben wir eine Möglichkeit, wo wir sehen, wie Innovationen in Truppe gebracht werden können. Und man kann sich ja überlegen, wie funktioniert das eigentlich gut und was kann man davon übertragen und was eben auch nicht. Bei der Cyber Innovation Hub habe ich ja recht kleinteilige Dinge, die direkt auch bei der Digitalisierung von Truppe helfen, während wir bei Raumfahrt ganz häufig eben große europäische Programme haben und auch etablierte Zusammenarbeiten mit europäischen Mitgliedsländern und so weiter und so fort. Deswegen müsste man genau überlegen, wo habe ich eigentlich welchen Nutzen und was kann ich davon eins zu eins übertragen und was eben auch nicht. Vielen Dank. Frau Strack-Zimmermann, funktionale Ausschreibungen, rollierende Beschaffungen. Was sagen Sie als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dazu? Ich habe, wie meine Kolleginnen und Kollegen, immer nur die Brille der Soldatinnen und Soldaten auf. Und das heißt, dass wir, wenn wir eine modernere Bundeswehr haben wollen, und Frau Möller sprach gerade die 100 Milliarden an, dass wir eben auch darauf achten müssen, dass wir, was auch gerade Frau von der Recke gesagt hat, nicht gewissermaßen auf ein Programm aufsetzen, auf Basis der Dinge, die vor gefühlt 100 Jahren waren. Das ist eine wirkliche Herausforderung für die Bundeswehr und auch für das Ministerium, was in völlig anderen Dekaden denkt. Wir sehen aber heute, wir haben bis zur Annexion der Krim, um mal konkret zu werden, haben wir das Cyberthema im Visier gehabt, haben nicht mehr geglaubt, dass konventionelle Kriege überhaupt noch möglich sind. Das erleben wir jetzt gerade zu Land, zu Wasser und in der Luft. Gleichzeitig wissen wir, was ja gerade, deswegen sprechen wir ja auch hier miteinander, das Thema Raumfahrt, eine riesige, oder die Frage, was mit Satelliten passiert, eine riesige Rolle spielen wird. Also alles in allem genommen, müsste man im Grunde genommen die Beschaffungswege der Bundeswehr neu erfinden. Nur wenn wir das versuchen, dann werden wir das alle nur von unten betrachten, wenn wir unter der Erde sind. Ich glaube, dass dieses Mindset, dieses Andersdenken, dass man, wie gesagt, mit Privaten sich an einen Tisch setzt, Innovationen, die schon laufen, implementieren. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung. Da brauchen Sie auch Menschen, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Ja, die gibt es, selbstverständlich, aber die sitzen nicht überall. Das ist hohe Flexibilität und hoch daran orientiert, was für Gefahren schon da sind und auf uns zukommen. Also auch eine gewisse Fantasie haben, was alles passieren kann, beziehungsweise was bereits passiert. Und ich glaube, dieser Mindset, das wird eine große Aufgabe auch dieser Bundesregierung sein, das sozusagen ins Ministerium, ins Beschaffungsamt zurückzuspielen, dass wir eben, dass es nichts gibt, was nicht passieren könnte, dass wir mal der Zeit vorausgehen müssen und nicht uns immer hinterher schleppen sollten. Vielen Dank, Frau Strack-Zimmermann. Wir kommen langsam zum Ende unseres Web-Talks. Ich will Ihnen allen, Frau Möller, Sabine und Ihnen, Frau Strack-Zimmermann, die zugeschaltet waren, nochmal ganz herzlich danken für diese Diskussion und diesen Austausch.
Ich glaube, es war ein guter Anfang, ein Start in ein Thema, das uns, glaube ich, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch intensiv beschäftigen wird und was an strategischer, gesamtwirtschaftlicher, aber natürlich auch an militärischer Relevanz weiter gewinnen wird. Vielen Dank.